sage auch nochmal guten Morgen. Mein Name ist Wolfgang Höbel und ich habe das Vergnügen, hier Heinz Strunk zu begrüßen, von dem es im Wikipedia-Eintrag immer noch heißt, er sei Entertainer und Autor. Ich glaube aber, man kann mit einigem Recht sagen, dass er einer der wichtigen Schriftsteller deutscher Sprache ist. Nicht erst seit seinem 2016 erschienenen Roman Der goldene Handschuh. Sein neues Buch heißt Das Teemännchen und besteht aus vielen kurzen Geschichten, manche nur Miniaturen, manche echte Short Stories. Sie haben gemein, dass sie alle von sehr, sehr traurigen Existenzen, von traurigen Menschen, von Verlöschenden erzählen. Es ist ein Buch, in dem einem sehr viel Verfall begegnet, sehr viel sexuelle Not. Deswegen die erste Frage an Heinz Strunk: Hatten Sie die Absicht, ein Buch zu veröffentlichen, das noch härter ist als Der goldene Handschuh, der auch schon... Nee, keineswegs. Wir haben das ja eben schon im Vorgespräch kurz angerissen. Irgendwie ich empfinde sozusagen meine Sicht, meine subjektive Sicht auf die Dinge und auf die Menschen keineswegs als übertrieben hart oder ist auch nicht meine Absicht, da Freakshows zu inszenieren, sondern ich versuche so nah an sozusagen der Wirklichkeit, wie ich sie empfinde, dran zu bleiben. Also ein großer Teil dieser Texte, dieser 50 Miniaturen fallen ja, glaube ich, weiß gar nicht, ob es einen Fachbegriff gibt, einen anderen, einen Sozialrealismus. In den Bereich. Und da ist meine Sicht auf die Dinge eben so, dass offensichtlich auch schon die Schilderung relativ normaler, unspektakulärer Lebensläufe oder Existenzen schon so gerät, dass es als irgendwie leicht übertrieben empfunden wird. Aber wie gesagt, das ist so meine Sicht. Ich bemühe mich unter gar keinen Umständen darum zu übertreiben, sondern eher so nah an der Wirklichkeit zu bleiben, wie es geht. Das heißt, Teile der Texte sind tatsächlich autobiografisch. Es gibt auch einmal einen Ich-Erzähler, also mindestens in der Geschichte Nächtliche Ruhestörung, einen Ich-Erzähler. Ist das der Autor Strunk, der da spricht? Es gibt von den 50 Geschichten sind zwei 1:1 erlebt. Das eine ist die eine der beiden DDR-Geschichten, Jenny Müller, die habe ich tatsächlich so 1991 genauso erlebt. Und das andere, die einzig komische Episode, nämlich das mit der Zahnbehandlung, Fred Perry. Der Rest ist so, also mit der nächtlichen Ruhestörung. Nicht? Es geht darum, dass ich mir vorstelle, dass ein Mann, ich werde wach davon, dass ich von Schreien oder von Rufen werde ich wach. Und das passiert relativ oft, wo ich wohne, da ist dann schon mal sowas. Und die Pointe oder das Ende ist eben, anstatt dass man ihm half, wurde er an dem frühen Morgen schon erschossen. Und das ist natürlich nicht passiert, wie man sich denken kann. Aber das sind so, also da sind viele Geschichten, wo eine Beobachtung, ein Ereignis, ein tatsächliches zugrunde liegt und das ich dann fiktionalisiert habe. Zum Beispiel die Geschichte, die er sich zugetragen, also das Ereignis war ja, dass Axl Rose als neuer Frontmann von AC/DC im ausverkauften Volksparkstadion 2016 ein Konzert gab und ich mir vorstellte, wie es denn wäre, wenn er nicht, wie üblich, sich in seine Präsidentenspeed kutschieren lässt, sondern wie in alten Zeiten einmal nochmal an einem Dienstagabend in Hamburg auf der Reeperbahn einfach mal ausgeht. Und dann habe ich mir überlegt, wie der Verlauf hätte sein können. Und natürlich ist es ein sehr tragischer, dramatischer und eine richtige Höllenfahrt für den Axl Rose. Aber so existiert es. Andere Sachen sind auch direkt irgendwie mal so inspiriert von so Fernsehreportagen oder sowas. Aber das Beunruhigende und Irritierende an den Figuren, die einem da begegnen, ist, dass diese Figuren ja fast alle voller Hass sind. Also, dass sehr viele von ihnen
Rache nehmen möchten und sich und also mindestens verbittert sind über das, was die Zeit mit ihnen angerichtet hat. Es gab einen Rezensenten, der gesagt hat, darin liege gerade die gesellschaftliche Relevanz. Also das Buch sei eine Warnung vor dem Hass, der brodelt in unserer Gesellschaft. Ja, ich finde, das ist ja nun nichts Neues, was ich jetzt sage, aber der Hass vor Zeiten des Internets war ja allenfalls spürbar als gewissermaßen Unterton. Mhm. Aber jetzt ist meine Erfahrung auch, dass offensichtlich so viele Leute, aus welchen Gründen auch immer, sei es irgendwie persönliche Frustration oder Verbitterung, so wirklich hasserfüllt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sich das irgendwie Bahn bricht. Und ich habe das Gefühl, dass sich eine geradezu epidemische Verbreitung von Hass als Grundstimmung, als Grundgefühl vorhanden ist. Und das, das drückt sich dann eben auch in einigen der Texte aus. Steckt denn darin auch sowas wie eine politische Kritik? Sie waren ja sogar als Kandidat einer politischen Bewegung namens Die Partei schon politisch im Einsatz. Und man kann Sätze wie, die Verhältnisse produzieren Erschöpfung, steht einmal im Buch, ja so interpretieren, dass da Kritik an dem herrschenden System und an den herrschenden Verhältnissen geübt wird. Also zum einen mein Kurzengagement bei der Partei. Ich bin immer wieder überrascht darüber, wie sehr das doch irgendwie so hängen geblieben ist. Offensichtlich, es ist 10 Jahre her. Zweitens hat sich mein Engagement darin erschöpft, 2 sehr, sehr gute Reden zu halten und die für große Belustigung gesorgt haben. Aber es hat mit Politik nur wirklich gar nichts zu tun. Und so erschöpfende, anstrengende Großthesen, wie die Verhältnisse produzieren andauernd Erschöpfung, die beschränken sich auch kleine Dosen, nicht? Also ich empfinde mich nicht, also ich verzichte auch darauf, da irgendwie so eine in den Geschichten eine Haltung anzunehmen, beziehungsweise auch zu psychologisieren das kann man ja auch gar nicht in der Kompression dieser Verdichtung dieser Geschichten, woher kommt das, dass der jetzt so ist? Und wohin geht das, wohin führt das und so? Also eigentlich irgendwie, wenn das als natürlich irgendwie als politisch gedeutet wird, dann verstehe ich das, aber es ist explizit nicht meine bin kein in dem Sinne politischer Schriftsteller. Was an diesem Buch auffällt, ist schon eine sehr große Traurigkeit über die Zustände, in denen wir leben. Sie haben sich mal als Verehrer von Boto Strauß geoutet, als sie ein Vorwort für eine Anthologie geschrieben haben. Bei Boto Strauß heißt es in einem frühen, tollen Buch der Widmung, dass man aus der Trauer ein Fest machen soll und sich vor kleinbürgerlicher Schrumpfmelancholie hüten soll. Ist es für Sie, sagen wir mal, sowas wie die Pflicht des Schriftstellers, die Trauer oder die Traurigkeit der Verhältnisse mit Pathos anzuprangern oder anzuklagen? Ja, das ist ist tatsächlich so eine, ich würde es mal fast nennen, Spezialität von mir, ja. Und auf Boto Strauß nochmal ganz kurz, ich habe ja 2014, eine Anthologie rausgegeben, weil ich Boto Strauß seit vielen Jahrzehnten wirklich verehre, also speziell für seine Kurzprosa. Und ich fast das Teemännchen als eine Art Fortschreibung empfinde von Paare Passanten. Ich glaube wirklich, dass ohne meine sehr, sehr eingehende Beschäftigung mit Strauß das Teemännchen so nicht geschrieben worden wäre. Boto Strauß wird ja oft angegriffen für seine angebliche oder tatsächliche politische Haltung. Sehen Sie die auch kritisch? Also den berühmten Aufsatz? Ja, den Boxgesang, ich finde es irgendwie, ich finde es ganz gerade so skandalös, dass Strauß im Grunde genommen seit dem Boxgesang kein Bein mehr auf die Erde bekommen hat, der wird gar nicht mehr besprochen und vor allem nicht mehr gelesen. Nicht mehr gelesen. Und dass jemand, der nun wirklich so
tolle Sachen geschrieben hat, dass der richtig, der ist ja richtig erledigt. Kommt mir so vor. Dann ist es auch so, dass seine, er ist ja auch als Theaterautor sehr relevant gewesen und die, seine alten Regisseure, mit denen er zusammengearbeitet hat, die sind meist gestorben oder im Ruhestand und machen nichts mehr. Und von den Jungen würde, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, ein Strauß-Stück nochmal aufzuführen. Und ich finde, dass also diese seltsame und radikale Stigmatisierung von Strauß, finde ich irgendwie unwürdig und das tut mir wirklich echt richtig leid. Sie selbst scheinen oder haben möglicherweise unter einer ganz anderen Stigmatisierung gelitten. Sie galten lange als Komiker und eigentlich kann man sagen, nicht mal mit ihren ersten Büchern, sondern erst seit 2016 werden sie irgendwie richtig ernst genommen als Schriftsteller. Ist denn das für Sie im Rückblick ein großes Problem gewesen, dass Sie nicht ernst genug genommen wurden als Literat? Naja, also ganz so ist es nicht. Also es ist schon so, dass selbst Fleisch bei Gemüse, was nun doch eine humoristische Grundierung hat, aber immerhin so viel Nuancen schon die Geschichte mit der kranken Mutter und so in sich trug, dass sagen wir mal so die Kritiker, an denen mir auch liegt, irgendwie, die haben das sehr wohl wahrgenommen. Und dann ist es so gewesen, dass die nachfolgenden Bücher wurden immer literarischer, aber hatten haben sich nicht mehr so gut verkauft. Und deswegen haben das die meisten Leute gar nicht mitbekommen. Es gab zum Beispiel ein wirklich ganz tolles Buch, was untergegangen ist, das heißt Junge rettet Freund aus Teich. Und wenn ein Buch irgendwie einfach sich nicht gut verkauft, dann wird auch nicht drüber gesprochen und dann interessiert das auch nicht niemanden, ob ich mich jetzt literarisch weiterentwickelt habe. Und das war natürlich das große Glück mit dem goldenen Handschuh, da so einen Aufschlag zu haben, wo sich medial, also wirklich von der Bild-Zeitung bis ins Hoffeuilleton, alle dafür interessiert haben. Das war einfach ein totaler Glücksfall, dass ich überhaupt mal zufällig, ich bin ja dazu gekommen, weil ich selber zufällig 2009 mal diesen Laden betreten habe und mir irgendwann überlegte, da müsste man doch mal was draus machen. Mir fehlte bloß der Angang und dann bin ich auf diese Honka-Sache gekommen und so. Und das war ein großer Glücksfall für mich, wenn man kann ja so gut schreiben, wie man will oder so literarisch schreiben, wenn es unter Ausschuss der Öffentlichkeit ist, dann interessiert es niemanden. Und also das Buch Junge rettet Freund aus Teich erzählt ja auch, von dem Sie gerade sprachen, ist möglicherweise am stärksten autobiografisch, es erzählt Ihre Kindheitsgeschichte. Dass relativ wenig wahrgenommen wurde, ärgert Sie bis heute? Ja, ich finde es, ich finde es zum einen ganz schön geschrieben und das andere ist, dass es auch formal ein fast ein Novum bietet. Ich kenne es jedenfalls nicht, dass es ist ja häufiger so wie bei Fänger im Roggen oder so, dass sich ältere Herren irgendwie in einen 15-Jährigen oder 18-Jährigen zurückversetzen und auch in der Tonalität dann so schreiben, aber bei Junge Freund aus Teich ist es sogar so, dass im ersten Drittel wird ein Sechsjähriger aus dem Mund eines Sechsjährigen, dann 10 und dann 14 und das sind drei unterschiedliche Tonfälle, die mir, glaube ich, ganz gut gelungen sind und das fand ich schon so, das fand ich schon so doll, da war ich richtig beleidigt, dass das irgendwie, dass das nicht wahrgenommen wurde. Auch der goldene Handschuh wird, wie schon andere Bücher von Ihnen nun verfilmt. Ist denn, haben Sie an der Verfilmung, also an der Entscheidung, dass es Fatih Akin ist, der dieses Buch nun verfilmen wird, entscheidend mitwirken können? Oder wurde es über Ihren Kopf entschieden? Ich habe über meinen Kopf hinweg entschieden worden von Herrn Michael Töteberg, von der Robert Medienagentur. Also es ist schon so, dass ich, Fatih sich relativ schnell gemeldet hat und sein Interesse bekundete und ich sehr, sehr froh bin mit der Entscheidung, weil nicht nur, weil er halt der wahrscheinlich berühmteste Regisseur Deutschlands zurzeit ist, sondern auch, weil er eben als Hamburger sich besonders gut auskennt und verrückterweise hat sein Freund, dieser Adam, ich kann den Namen nicht aussprechen, irgendwie der auch in Soul Kitchen mitspielt. Es ist doch die Rede davon,
dass im Erdgeschoss des Hauses, wo Honka lebte, Griechen waren und Honka immer sagte, gefragt darauf, warum es so bestialisch stinken würde, das seien die Griechen, die unten fremdländische Gewürze kochten. Und nun folgendes, die Eltern von seinem Freund, das waren die Griechen, die da wohnten. Und dann haben die sogar noch das unglaubliche Detail zu berichten gewusst, dass in der 1974, also da war ja die eine Leiche, lag da ja schon 4 Jahre, dass da Maden aus der Decke gefallen sind. Im Hausflur die Maden runtergekommen sind. Und das muss ja unfassbar eklig gewesen sein. Und das hat er dann in den Film eingebaut, als die sitzen in meinem Essen und dann kommt ein Madenregen. Mhm. Und das ist ein Detail, das wusste ich A nicht und B, das ist ganz toll. Und im Übrigen, ich bin an der Entstehung des Filmes jetzt nicht weiter involviert. War auch gar nicht mein Interesse. Er hat mir das Drehbuch in den verschiedenen Stadien zu lesen gegeben und ich finde, dass er das sehr gut gelöst hat. Und den fertigen Film haben wir nicht gesehen. Der ist auch noch gar nicht fertig, aber wird schon. Können Sie Ihr Verhältnis zur Stadt Hamburg mal erklären? Man kann ja das neue Buch auch so lesen als Kritik an der Großstadt. Also in einer Erzählung heißt es über eine in einer schrecklichen Grillecke verkümmernde Frau, ihr fehlte Luft und Land und Leute. Und also im Grunde wird die Stadt schon als ziemlicher Horrorladen beschrieben in diesem Buch. Ja, das mag sein, das ist aber auch, das ist nicht meine Absicht. Es gibt das schöne Buch von dem Garcia Marquez, Leben, um davon zu erzählen. Mhm. Das ist, glaube ich, der Titel seiner Biografie. Und genau das, ich finde immer, man muss als Autor von Dingen berichten, die man erlebt hat, von denen man Ahnung hat, von denen man was versteht. Mhm. Und dass ich nun zufällig vis-à-vis dieses Grillex gewohnt habe, wo Folgendes vorgefallen ist, da ist eine Frau hat da mit Anfang 20 oder Mitte 20 angefangen zu arbeiten, war so die klassische Sexbombe, Mädchen von Nummer 1, auf Seite 1 und so, wie es das früher in der Neuen Revue gegeben hat. Und ist irgendwie, ist in den Jahren, die ich das beobachtet habe, also über so 10 Jahre, hat sie sich richtig sehr, sehr ungut verändert, so will ich es mal sagen. Und dann hatte ich so die Idee, das ist die zugrunde liegende Idee ist Duell. Duell, das Grilleck gegen den Menschen. Mhm. Und das Grilleck irgendwie behält auf längere Sicht die Oberhand. So, ne? Mhm. Wirkt wie Gift in schwachen Gaben, zwar dosiert, wie es da steht, aber doch sehr wirkungsvoll. Ne? Und das war so das war richtig irre, wie die sich da irgendwie, wie die sich unter dem Einfluss der harten Grillarbeit irgendwie verändert hat. Mhm. So. Finden Sie denn, ist es denn eine legitime Reaktion der Leser über die doch schrecklichen Dinge, die in dem Buch passieren, zu lachen? Ja, also es gibt, ich merke, dass bei den Lesungen gibt es so eine Art Verlegenheitslachen, wenn es gar zu überfordernd zu werden droht. Und ja. Ansonsten ist es ja so, ich bin ja... Also ich bin jetzt nicht mehr, ich begreife mich nicht mehr in erster Linie als Humorist. Das Wort Comedian höre ich ja schon gar nicht gerne, wie Sie vielleicht wissen. Mhm. Aber es gibt immer wo ich Spielraum für Humor sehe, da wird er auch angesetzt, weil ich weiß immer gar nicht, also ich finde viele Bücher so unfassbar langweilig und also als ob es ein Ausweis von literarischer Qualität wäre, mit 0% Humor auszukommen. Ja. Also und da, denn eben auch, dass man, wenn man dem Verdacht ausgesetzt ist, dass man irgendwas mit Humor zu tun hat, dass man schon gar nicht für irgendwelche Preise oder so in Frage kommt. Hm. Und ich glaube, dass aus dieser im Themenchen besonders ein sehr spezieller humoristischer Ton ist, der gar nicht irgendwie als solcher erkennbar ist, also im Sinne von, dass auf Pointy geschrieben ist, schon gar nicht. Ne? Aber ich freue mich immer, wenn das so wahrgenommen wird, wenn das auch zum Lachen ist und trotz aller Härte und damit natürlich auch irgendwie unterhaltend wird. Ne? Ja, ja. So, Literatur sollte ja auch immer bei aller Ernsthaftigkeit irgendwie unterhaltend sein. Sie haben schon gesagt, das Wort Comedian mögen Sie nicht.
als Berufsbezeichnung, wie das Wort Entertainer, das jetzt da bei Wikipedia steht, ist das okay? Ich wurde mal im Architekturbüro meines Schwagers vorgestellt. Da kannte mich noch kein Mensch und da sagte er, das ist Dingsterbumser, ein Kunst- und Kulturschaffender aus Hamburg. Und das fand ich ganz, schön. Mhm. Und ich habe das noch für mich ergänzt, Kunst- und Kulturschaffender mit Schwerpunkt Humor. Und das finde ich so ganz schön, weil also Comedy ist ja, wir wissen ja alle, wo Comedy draufsteht, ist Scheiße drin. Das kann man also wirklich sagen, das ist ein, oder es ist wirklich ganz schlimm, diese sich seit Anfang der 90er Jahre ausbreitende Seuche, auch das epidemische Ausmaße mittlerweile angenommen hat. Und Comedy hat mit Humor ja nichts zu tun. Ja. Und das finde ich ganz schlimm und ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass man immer dann noch irgendwie jemand noch abgespeichert hat, dass ich irgendwas mit Comedy zu tun habe. Das ist mir dann auch egal. Sollen sie. Heinz Strunk, vielen, vielen Dank. Das Teemännchen stand schon ein paar Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Viel Erfolg auch in Zukunft damit. Ja, danke schön. Vielen Dank. Okay.